Nach den Apple-Zahlen heute das nächste Highlight, dass die Märkte wohl ziemlich stark bewegen dürfte. Gemeint sind die US-Arbeitsmarktdaten. Warum dürften die stark bewegen? Weil Fed-Chef Jerome Powell klar gemacht hat, naja, wenn sich der Arbeitsmarkt deutlich abkühlt, dann würden wir die Zinsen senken. Also ist man jetzt so ein bisschen gespalten seitens der Aktienmärkte. Ja, es ist gut, wenn die Arbeitsmarktdaten schlecht ausfallen, dann könnten die Zinsen sinken, aber dann könnten vielleicht auch Konjunktursorgen kommen. However, wir haben jetzt zunächst mal eine freundliche Eröffnung hier an den Aktienmärkten, weil Apple einen ziemlich plumpen, dreisten Bestechungsversuch gemacht hat und damit erstmal durchgekommen ist. Wenn du unsexy geworden bist, wenn du irgendwie nichts mehr Großartiges zu bieten hast, dann musst du offenkundig die Leute bestechen. Genau das hat Apple gemacht. 110 Milliarden an Aktienrückkäufen. Das ist ein absoluter Rekord. Man könnte mit Mario Adorf sprechen, ich scheiß dich so was von zu mit meinem Geld. Genau das passiert jetzt hier bei Apple und den Investoren. Schauen wir uns das Setup vor dem heutigen interessanten Handelstag mal an. Zunächst mal die Quartalszahlen von Apple. Earnings per Share, leichter Beat, okay, nach den vorher gesenkten Erwartungen. Revenue, so ziemlich wie erwartet. iPhone Revenue, ziemlich alles, ziemlich in der Erwartung. Wie gesagt, die Erwartungen waren ohnehin schon schwach nach Meldungen, dass zum Beispiel die iPhone-Verkäufe in China nicht besonders gut seien. Greater China Revenue dann ein Tick besser, aber all das ist nicht wirklich relevant. Was relevant ist, sehen Sie unten Revenue Change. Und hier sehen wir in den letzten sechs Quartalen ist in den, oder von den letzten sechs Quartalen, ist in den letzten fünf Quartalen sind die Umsätze gesunken. Das sagt alles über diese Firma, die stagniert. Das ist ein Value-Unternehmen, gar keine Frage. Aber es ist eben nicht mehr innovativ und das ist das große Problem. Hier sehen wir mal Total Apple Revenue. Das stagniert im Grunde seit 3 Jahren, kann man sagen, mit leicht rückläufiger Tendenz. Wenn wir uns mal anschauen, was sind denn eigentlich die Cash-Cows, dann ist es eben nach wie vor das iPhone, das hier mit Abstand das wichtigste Produkt des Services schwankt, immer mal je nach Quartal, in dem man hier berechnet wird. Alles andere ist im Grunde Beiwerk. Die iPhones sind eben entscheidend. Das heißt, wir haben es mit einer Firma zu tun, die eben ganz deutlich abhängt von den iPhones. Und jetzt haben wir gesehen, also 90 Milliarden Dollar an Umsatz und man will 110 Milliarden Dollar letztendlich hier in Aktienrückkäufe investieren. Das heißt, man hat mehr als das, was man hier an Einkommen hat, wird hier verpulvert für Aktienrückkäufe. Das zeigt die Ideenlosigkeit. Man sollte ja vielleicht als Firma, wenn man innovativ ist, irgendwie investieren. Das hat Tim Cook schon gesagt. Naja, wir werden in Sachen KI investieren. Und das war auch so ein Zuckerl. We continue to feel very bullish about our opportunity in AI. Also hier, man hat das pflichtgemäße KI-Lied gesungen und wird vielleicht bald etwas zu verkünden haben. Wir dürfen gespannt sein. Jedenfalls versucht man also, das Vertrauen zurückzugewinnen mit diesem Bestechungsversuch, 110 Milliarden Dollar. Dabei sind die iPhone-Umsätze im Vergleich zum Vorjahresquartal von 51,33 Milliarden auf 45,96 Milliarden gesunken. Das heißt, die Cash-Cow, das, was wirklich Umsatz bringt, ist latent rückläufig. Wie hier sehen wir nochmal, über 50% ist alleine das iPhone. Wird das reichen? Wird dieser Besprechungsversuch darüber hinwegtrösten, dass die Aussichten für die Firma letztendlich ziemlich mau ist? Im Grunde hat man hier Financial Engineering ersetzt oder hat Innovation durch Financial Engineering ersetzt. Wir sehen wenig Kreativität, aber wir sehen Adorf, der hier eben in Kia Royal diesen Satz sagt, ich scheiß dich so was von zu mit meinem Geld, dass das erstmal auszureichen scheint. Wir sehen, die Apple-Aktie hat dann 6% im Plus geschlossen. Also wir sehen, hier wird alles Geld verpulvert und der Trend ist hier rückläufig. Wie gesagt, 5 der letzten 6 Quartale waren negativ. However, man hat es erstmal genossen, aber die Aktie ist teuer. Hier sehen wir mal, Apple hatte zwischen 2010 und 2019, als das Unternehmen noch irgendwie auch ein Wachstumsunternehmen war, hat man eine Price-Earnings-Ratio, gehandelt vom 2,2-fachen bis zum 4,6-fachen des Jahresumsatzes. Jetzt ist man beim
8,2-fachen, zwischen 6,8 und 8,2, je nachdem, in diesem Zeitraum 2023 bis 2024. Also es ist teuer, es ist doppelt, dreimal so teuer als in einer Zeit, als Apple noch Wachstumsperspektiven hatte. Es ist also kein günstiges Unternehmen, es ist ein Value-Unternehmen, es ist kein günstiges Unternehmen. Dementsprechend sehen wir hier eben diese Umsatzrückgänge von 4%, Tesla minus 9%, alle anderen haben zulegen können. Wir sehen also, dass diese beiden schwächsten Glieder in der Magnificent Seven Kette nach wie vor Apple und Tesla auch durch Zahlen bestätigen, dass sie die schwächsten Glieder sind und dabei noch sehr, sehr teuer, vor allem Tesla. Aber Schwamm drüber, meine Damen und Herren, kommen wir zu den heutigen Arbeitsmarktdaten. Erwartet 238.000 Stellen. Was aber vielleicht noch wichtiger werden wird, sind die Stundenlöhne. Erwartet 0,3 zum Vormonat und 4,0 zum Vorjahresmonat. Hier sehen wir unten mal die Stundenlöhne, wie die zuletzt ausgefallen waren. Letzter Wert war 0,3, wie gesagt. Jetzt ist die Frage, wie wird man das aufnehmen? Wie wird man die Zahlen aufnehmen? Ist es gut, wenn die Zahlen schlecht sind? Im ersten Augenblick bestimmt, weil sich die Märkte dann sagen, ja super, dann könnten ja vielleicht die Zinsen doch bald sinken. Nur die Frage ist eben dann, wer soll die Produkte von Apple, von anderen Firmen kaufen, wenn die Leute... wenn es den Leuten schlechter geht, das ist dann vielleicht die zweite Überlegung, die hier ein Twitter-Account anstellt. Also sind die Zahlen gut, heißt das, dass die Zinsen länger hoch bleiben? Auf der anderen Seite könnte man dann argumentieren, ja, ja, aber die Wirtschaft läuft doch gut und so weiter und so fort. Also schwierig zu sagen, diese Daten sind höchst unsauber. Ich hatte das mehrfach schon gesagt, Seasonal Adjustments, Burst Death Model, alles total schwammige Annahmen. Da wird sozusagen mit Faktoren multipliziert, die total unscharf sind, die keinerlei Überprüfung standhalten würden, die dann natürlich auch dazu führen, dass wir hier eine politische Zahl haben für die beiden Administrationen und das gibt dem Ganzen noch eine gewisse Würze. Es ist natürlich wichtig, schöne Arbeitsmarktdaten hier präsentieren zu können, um zu suggerieren, es geht der Wirtschaft doch super. Bisher wurden die neuen Stellen fast ausschließlich oder ausschließlich, was die Stellenzuwächse betrifft, durch Migranten besetzt, während Native Americans, also in Amerika Geborene, sogar latent Stellen verloren haben. Wir hatten ADP jetzt gehabt am Mittwoch, etwas besser als erwartet. Wir haben die Erstanträge auf Arbeitslosen Hilfe, die gut sind in letzter Zeit. Also von der Seite her scheint keine Gefahr zu drohen, aber wir sehen auf der anderen Seite hatten wir, oder fangen wir hier nochmal mit dieser Statistik an, die zeigte, dass wir immer wieder über der Konsensschätzung lagen. Jetzt nämlich die letzten fünf Mal, hier sehen wir diese weiße Linie, war die Konsensschätzung. Und blau der Balken dann, was an Zahl rausgekommen ist. Also immer wieder lag man drüber. Man erwartet jetzt seitens der Märkte eine Bewegung im S&P 500 von 1,2% in Reaktion auf die Daten. Das ist gleichwertig mit dem CPI, das dann Mitte Januar kommt, also mit den Inflationszahlen und etwa so wie die Nvidia-Zahlen, die dann gegen Ende Mai kommen werden. Also da dürfte einiges gebacken sein. Und wenn wir jetzt nochmal zu dem Arbeitsmarkt zurückkommen, meine Damen und Herren, wir hatten wie gesagt ADP solide, Erstanträge stark. Wir haben aber vorgestern bei den JOLTS den offenen Stellen gesehen. Da wird eben auch ermittelt, wie viele Leute verlassen ihren Job, um woanders zu arbeiten und dann meistens eben auch mehr zu verdienen. Wie viel wird eingestellt und so weiter und so fort. Und wir sehen, das geht weiter nach unten. Wir sehen weniger Jobangebote mit 8,4 irgendwas Millionen. Nach wie vor gibt es allerdings mehr Jobangebote als offiziell Arbeitslose. However, wir sehen, dass weniger Leute ihren Job wechseln, weil sie offenkundig nicht sicher sind, dass sie einen neuen Job bekommen, der dann auch besser bezahlt ist. Also wir sehen da schon erste Cracks, erste Brüche in diesem Arbeitsmarkt, während gleichzeitig die Kosten für die Unternehmen eben steigen, was dazu führen könnte, nämlich die Kosten vor allem für die Arbeitskräfte steigen, was dazu führen könnte, dass die Unternehmen gewillt sind, dann Arbeitskräfte abzubauen. Hier sehen wir mal Employment Costs. Die sind ja deutlich stärker gestiegen mit 1,2% als erwartet. Erwartet war 1,0%. Und gestern haben wir dann die Lohnstückkosten noch bekommen. 4,7% statt 3,6% erwartet. Im Vorquartal waren es nur 0,4%. Also wir sehen, der Faktor Arbeit ist deutlich teurer geworden für die US-Unternehmen. Und die Frage ist, wie lange schauen Sie sich das an, bevor Sie möglicherweise dann Leute entlassen? Wir sehen aber, dass viele, vor allem am unteren Einkommensende, hier schon richtige Probleme haben. Hier mal dieses
Zusammenstellung von Unternehmen, die gemeldet haben. Costco, wir sind Starbucks, McDonald's, sie alle warnen, dass vor allem die Schichten, die am unteren Einkommens, im unteren Einkommensbereich sind, dass die nicht mehr wirklich viel Geld ausgeben können offensichtlich. Die halten also ihren Konsum zurück. Wir sehen das bei PepsiCo, weaker low-income consumer hurt US sales. Also die Leute, die sozusagen wenig haben, die können sich das Ganze nicht mehr leisten. Wir sehen das dann auch bei den Delinquencies, also hier zum Beispiel oben der Aufstellung 90 Tage und mehr Zahlungsverzögerung in welchem Bereich? Und da sehen wir Credit Card. Die Leute haben also Probleme mit der Kreditkarte. Unten sehen wir mal bei diesen Kreditkarten die 30 Tage und mehr Delinquency Rate. Da haben wir Capital One, Discover und solche Unternehmen weit oben. Die Großbanken weiter unten, weil die nicht jeden Kunden offenkundig akzeptieren. Und hier sehen wir, was gestiegen ist in den USA in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Das ist vor allem Kreditkarten. Es gibt immer mehr Kreditkarten. Die Amerikaner, die haben diese Kreditkarten ausgelastet bis zum Get-No im Durchschnitt und zahlen dafür im Durchschnitt 22,63% an Zinsen. 22,63% an Zinsen, wenn sie da miese haben. Das ist ein Faktor, der richtig reinknallt, dieser Zinseszinseffekt. Und wenn wir von den unteren Einkommensschichten sprechen, dann gehen wir mal klischeemäßig davon aus, dass die gerne eben auch etwa in den USA Fastfood-Restaurants besuchen oder sich von Fastfood ernähren. Und hier sehen wir, gerade da sind die Preise massiv gestiegen, vor allem bei solchen Firmen wie McDonald's. Jedenfalls sind die Preise deutlich stärker gestiegen in Sachen Fastfood als die offizielle Inflationsrate. Und das sind solche Dinge, die diese unteren Einkommensschichten natürlich belasten. Aber eben auch dieser Kostendruck, der in den Firmen, der bei den Firmen zu spüren ist. Hier unten sehen wir mal bei Familien Trend in Mentions of Inflation, Most Important Financial Problem, deutlich nach oben gegangen, jetzt auf einem neuen Höchstwert im Jahr 2024. Und das, obwohl die Inflationsraten ja in 2023 deutlich höher waren. Zwischenzeitlich Juni 2023 waren wir bei 9%, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir ja nur noch bei 3, irgendwas Prozent. Aber es ist ja nicht so, dass die Preise fallen, sondern sie sind nur weniger deutlich gestiegen, aber sie steigen weiter. Und das ist genau das Problem. Auch für die Unternehmen steigen eben die Kosten weiter. Wir sehen hier in den Earnings Calls, sticky Inflation, also klebrige, hartnäckige Inflation, hat ein neues Allzeithoch hier erreicht in den Earnings Calls, also in den Calls der Firmen mit den Analysten, die kann man verfolgen, auch als private Person, aber da äußern sich eben die Firmen. However, gehen wir nochmal zurück hier auch, Delinquency Rate of Multifamily Housing, also wir sehen, dass hier auch die Raten steigen, wo Leute nicht mehr in der Lage sind, hier ihre Kredite zu bedienen. Und insgesamt war es ja so, dass der April wirklich in Sachen US-Daten sehr schwach war, Economic Surprise Index deutlich nach unten gegangen, im Grunde seit Anfang April. Und wir haben dann jetzt neben den US-Arbeitsmarktdaten um 14.30 Uhr, dann um 16 Uhr auch noch wichtig ISM-Index-Service. Hier vor allem zu achten auf die Preise, nachdem im ISM-Gewerbe jetzt auch am Mittwoch die Preiskomponente wieder sehr stark nach oben gegangen ist. Das dürfte bei den Dienstleistern nicht so extrem sein. Das ist zumindest der Trend der letzten Wochen gewesen, Monate gewesen. Hier sehen wir mal, wenn wir jetzt zum Markt kommen, 10-Year-Yield. Also Renditen, was werden die machen? Was wird der Dollar machen? Da ist man jetzt in so einer Schiebephase nach den Anstiegen sowohl bei Dollar als auch bei Renditen, und das ist ja wichtig für die Märkte. Und wir haben hier Fundstrat, ich will ja meistens die bullische Sicht hier auch vertreten, meine Damen und Herren. Fundstrat ist das Bullenhaus schlechthin, die sagen, ja, das wird vielleicht 184.000 Stellen statt 250.000 Stellen. Und das könnte dann für den S&P eine Rallye bedeuten, buy instead of fear, also kaufen statt Furcht. Natürlich, meine Damen und Herren, weil Aktienmärkte gehen immer nach oben. Hier sehen wir den Nasdaq, der hier aus seiner Sideways-Range, der seit Anfang Februar war, dann rausgefallen ist. Dann nach oben versucht wieder reinzutauchen, dann wieder abgetaucht. Jetzt der nächste Erholungsversuch, kommen wir da wieder rein. Wo nicht, wäre das eine bärische Flagge. Wo schon, wäre das vielleicht dann eben die Chance nochmal
nach oben zu gehen, so wie chinesische Aktien, die jetzt 8 Tage in Folge gestiegen sind. Gemeint ist der Hang Seng. Das ist die längste Strecke seit Januar 2018. Also das ist die Rallye schlechthin, die stattfindet nicht in US-Aktien, sondern in chinesische Aktien. Abschließend, meine Damen und Herren, 2 Empfehlungen. Wie schaut es aus mit den Arbeitsmarktdaten? Was ist zu erwarten? Worauf sollten Sie achten? Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen, bitte. Und die zweite Empfehlung ist, wenn es mal kommen tut, da ist es, hier mit Gold sehen wir erst einmal die Grafik und kaum war es zur Stunde, kommt schon auch die Headline, Goldpreis fällt weiter, Hochspannung vor US-Arbeitsmarktbericht, das wird natürlich auch für Gold sehr, sehr wichtig, auch gerne teilen, diesen Artikel, diese beiden Artikel unter dem Video also. Und Hinweis, Markeflüster heute früher, weil um 18.30 Uhr muss ich gucken, Pauli Jäger, den HSV, das ist für mich ein Pflichttermin, dementsprechend das Markeflüster heute früher als gewöhnlich. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.